Hallo und herzlich willkommen in Mountain Blade Warband mit unserer schönen großen Armee, die wir hier aufgebaut haben und vor der feindlichen Stadt Veluca. Die wollen wir jetzt angreifen und erobern, falls es möglich ist. So, wir sind außerhalb von Veluca. Das Banner von Graf Clargus vom Königreich Schwalien weht über den Stadttoren. Wir rufen die Waffen, wir erbitten ein Treffen. Ach, ist leider niemand da. Na gut. Dann belagern wir mal jetzt die Stadt und jetzt sehe ich das leider nicht hier, weil das angezeigt wurde, dass uns ganz viele unserer Vasallen angeschlossen haben. Wir werden Leitern vorbereiten. Das dauert nur 6 Stunden. Oh, Leute, jetzt haben wir ein kleines Problem. Uxhall wird derzeit belagert von Graf Clargus und wir belagern seine Stadt. Und ein Lehen wurde überfallen, Duma. Jetzt wird es schon langsam schwierig. Aber wir werden erst versuchen, Veluca zu erobern und dann zu Uxhals Rettung kommen, hoffentlich. Das heißt, wir werden jetzt hier nicht warten, bis es irgendwie morgen ist. Wir werden unsere Soldaten in den Krieg führen. Vorwärts. So. Jawohl. Das ist also Veluca. Jawohl, jetzt hat es kurz gebraucht, um zu laden. Na komm. So, vorwärts. Leider nur eine Leiter. Und sehr viele Bogenschützen, das ist eigentlich nicht so gut. Ich hätte lieber bessere Nahkampfkämpfer hier. Weh, ich falle hier runter. Lasst mich vorbei. Ich bin euer Kaiser. So. Der ist Geschichte. Schauen wir mal hier hoch. Da ist auch noch jemand. Jawohl, den holen wir uns. Kann doch nicht sein, dass er uns hier einfach die Leute abschießt. Jetzt wurde der von jemand anderem getroffen. Ich werd verrückt. Oh, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir nicht schon wieder getroffen werden wie beim letzten Mal. Sondern diesmal ein bisschen mehr leisten, ein bisschen mehr Teamleistung bringen zum Sieg. Oh, die sind diesmal richtig stark hier. Jawohl, den haben wir erledigt. Starke Waffenknechte und schwadische Ritter haben sie hier. Oh, und jetzt sind nochmal einige gekommen. Geronimo! Die gehen alle mal hier hoch. Ich sehe leider gerade zu wenig. Na kommt. Oh, da kommen aber immer mehr. So, vorwärts. Ja, das ist jetzt gerade nicht so leicht. Wenn wir hier umringt sind von Feinden, aber wir schaffen es. Okay, wir schaffen es. Ganz ruhig. Puh. So, vorwärts hier. Jawohl, da schnitzeln wir uns durch. Wie ein Messer durch Butter. So, die Feinde sind besiegt. Da fehlt noch jemand. Der ist jetzt auch Geschichte. Jawohl. Gut, wir haben die Stadtmauern überwunden. Aber jetzt müssen wir natürlich noch in die Stadt eindringen. 3 Verwundete.
9 Verbündete, die gestorben sind. Ja, das ist noch verkraftbar. So, jetzt geht's aber in die Stadt. Und jetzt müssen wir hier aufpassen, wenn die hier schießen, dass wir nicht getroffen werden. Am besten sollen sie ihre eigenen Leute abschießen, bitte. Wow, jetzt. Jawohl, den haben wir erledigt. Ah, der Kampf ist hier in Brand. Aus dem Weg hier, ich will zu dem Armbrustschützen. Der ist jetzt auch Geschichte. So, ich glaube, hier ist niemand mehr. Nein. Ah, und wir haben gewonnen. Sehr gut. Unsere Verbündeten haben den Rest erledigt. Jetzt geht's in die Burg. Und damit soll Veluca uns gehören. Und da müssen wir schnell. Wow, mit einem Schuss wurde der eine gerade getötet. Habt ihr das gesehen? Oh. Das könnte eng werden. Ich treffe hier nicht. Das gibt's doch nicht. Ich will es jetzt nicht verlieren. Komm schon, das schaffen wir. Jawohl. Jetzt bin ich zuversichtlich. Jetzt haben wir es geschafft. Puh, aber unsere Verbündeten sind alle tot. Nur wir alleine konnten jetzt diese Burg noch erobern. Das war mal knapp, Leute. Das war mal knapp. So, aber wir können uns einige neue Soldaten nehmen. Gefangene Vegier-Soldaten, alles klar. Ja, dann nehmen wir, was geht. Karawanenwache ist auch noch ganz gut. Was nehmen wir denn ansonsten? Nehmen wir doch noch Gebirgsbanditen. So. Ja, und hier ist eigentlich das Lager voll. Die kommen mal weg. Und wir nehmen noch den hier. Und die hier. Gut. Fertig. Das sieht doch auch cool aus. So, die Stadt ist unser. Wir haben Veluca erobert und wir werden das später alles entscheiden, wer was bekommt. Wir werden jetzt hier erst nochmal eine Garnison stationieren. Die ganzen Vegier-Leute dürfen hier bleiben. Außer vielleicht die Reiter, die dürfen mal mitkommen. So, Speerwerfer, Sergeant. Die kommen da auch bitte rüber. Und hier werden unsere Soldaten jetzt verbessert. Ganz wichtig. So, und hier geben wir mal einen schwarzen Ritter, einen Waffenknecht noch. Genau. Dass die mal einigermaßen hier stark sind. Ja, komm, wir geben auch noch einen Rodok. Und wir gehen nochmal in die Schenke und danach müssen wir noch zum Marktplatz hier. Ja, bei den Rodoks ist ja immer so, dass die Schenke über eine Treppe immer erst erreicht werden muss. Firentis, uninteressant. Lösegeldvermittler hört sich gut an. Und ein Reisender. Okay. Ja, dann holt mal euren Geldzettel heraus. Oh, wir haben schon im Königshaus und drei Fürsten gefangen genommen. Und jetzt können wir natürlich die Ritter hier zu gutem Geld verkaufen. Sehr schön. Dann gehen wir, wie gesagt, noch zum Marktplatz. Ja, da haben wir nicht die Reitfertigkeit. Ja, das können wir alles mal ein bisschen verkaufen. Das auch, das auch. Das alles hier. So. Das gibt auch nochmal ganz gutes Geld. Und wir verlassen jetzt mal hier diese Stadt. So, jetzt müssen wir so schnell es geht nach Uxhall gehen. Ich habe Angst, dass es zu spät ist. Muss ich ehrlich sagen. Dass die jetzt schon wieder Uxhall erobern und wir es dann nochmal zurückerobern müssen. Weil schaut euch an, jetzt ist alles so schön rot. Wir haben so viel erobert. Die müssen wir echt schnell sein. Stopp. Okay. Jetzt sind wir fast ein bisschen zu schnell gewesen. So, wie sieht's jetzt aus? Kleiner Feindtrupp in der Nähe von Noma. Ja. Wir haben hier jetzt halt eine Reiterstreitmacht der Schwadier. Graf Harringott oder Harrington, wie ich ihn gerne nenne. Aber lauter schwache Einheiten nur.
Kraft Tredian hat hier noch die stärkste Einheit. Wir werden einfach mal reinreiten vielleicht. So. Kraft Tredian. Ich habe euch immer für einen Verräter an König Harlaus gehalten und es scheint, ich habe recht behalten. Ich hoffe, ihr seid bereit, den Tod eines Verräters zu sterben. Oh, Caius Julius Caesar, ich glaube, ihr schuldet 103 Dinare. Beabsichtigt ihr, eure Schulden in absehbarer Zeit zu bezahlen? Aha. Ich wüsste gar nicht, wieso wir ihm was schulden. Schauen wir doch mal kurz in die Anmerkungen. Ne, die Steuern waren nur für König Harlaus. Wieso schulden wir ihm denn 103 Dinare? Aber auch wenn es unser Feind ist, ich meine 103 Dinare, wir stehen immer zu unserer Schuld. Hier sind die Dinare. Ah, hervorragend, wahrlich, Gaius Julius Caesar, auf euer Wort ist Verlass. Ich bin zufrieden, eure Schuld bei mir wurde vollständig getilgt. Weiß zwar nicht, woher die Schuld kam, aber egal. Oh, wir könnten natürlich auch Frieden schließen. Ich glaube, das ist jetzt... Aber wir haben ja eigentlich mehrere Fürsten von ihnen in Gefangenschaft. Privat können wir natürlich nicht mit ihm reden. Nein, das heißt, wir müssen jetzt angreifen. Wir haben 200 Soldaten und sie haben 306. Das könnte etwas eng werden. Aber wir haben ja natürlich einige gute Reiter hier. Jetzt braucht es wahrscheinlich wieder kurz zum Laden. Jawohl. Und deswegen werden wir hier auch mal eine große Schlacht natürlich wieder machen. Hoffentlich mit vielen Reitern auf unserer Seite. Ich meine, der Feind hat auch viele Reiter. Oh, das wird sehr gefährlich. Ah, schaut euch an, wie viele Reiter der hat. Na komm. Ah, da ist ein Fürst gewesen. Den wollte ich doch erledigen. So, wir umreiten die mal so ein bisschen. Das gibt's doch nicht. Wir treffen hier aber niemanden. Da hat er sich gut verteidigt. Das war, glaube ich, auch ein Fürst. Ja, wir haben ihn schon mal vom Pferd gestürzt und wir sollten hier wieder ein bisschen weg. Immer schön reiten. Ich glaube, den haben wir gut erwischt. Immer schön reiten, das ist ganz wichtig. Niemals stehen bleiben. Jawohl. Wir dürfen jetzt nur nicht erwischt werden von einem Pfeil. Ah, da haben wir zu früh, glaube ich, losgelassen. Oh, da ist Kraft Tredian, glaube ich. Ja, komm her, komm her. Trau dich. Das gibt's doch nicht. Bleib doch mal stehen hier. Ich treffe hier nichts. Na komm her. Das gibt's doch jetzt nicht hier, oder? Der will einfach nicht. Jawohl, jetzt haben wir ihn mal erledigt. Wir haben jetzt natürlich keine Verlustberichte. Das war gefährlich. So Lanzen sind immer sehr gefährlich. Jawohl, den haben wir erledigt. Ah, da haben wir knapp daneben gegriffen. Na komm her. Jawohl. Das war das Ende vom Lied hier. Ich glaube, wir haben hier die klare Übermacht mittlerweile. Bleibst du stehen? Knapp daneben. Hier ist doch noch jemand. Ah, schade, der wurde schon erledigt. So, wo ist Essen? Ey, unglaublich, wie viele Feinde hier sind. So, jetzt seid ihr aber alle Geschichte. Jetzt kommen hier unsere ganzen schwadischen Ritter.
So, da hinten ist noch jemand. Der ist aber wahrscheinlich auch Geschichte, bevor wir ankommen. Ja. Ich glaube, den ersten Kampf haben wir gewonnen. Und ich würde sagen, nachdem wir jetzt hier diesen ersten Kampf gewonnen haben, werden wir diese Folge auch an der Stelle beenden. Mit dem Siegesgejaule. Aber ich glaube nicht, dass die Schlacht schon gewonnen ist, nur der erste Kampf. Das heißt, ihr dürft euch auf eine Fortsetzung dieser großartigen Schlacht in der nächsten Folge freuen. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.